Um Purzelbäume zu schlagen, ist es noch ein bisschen zu früh. Die falsche Nacht, um sich in den Wäldern zu verirren. Naja, wenigstens wird mir ein bisschen wärmer. Falls du es nicht mehr weißt, ist ein schlechtes Zeichen. Du musst dich bewegen. Okay, such dir einfach eine Richtung aus und fang an zu laufen. Ich kann nicht. Ich fühle meine Beine nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich zittere. Entweder kommt das vom Alkoholentzug oder weil ich friere. Stephen, jetzt steh auf, bitte. Auf diese Weise wirst du ganz sicher nicht sterben, Stephen Salvatore. Allein in der Wildnis? Und dazu noch gefangen im Körper eines alkoholsüchtigen Mörders? Ich weiß nicht, scheint mir irgendwie passend. Jetzt komm schon und gib mir Hinweise, damit ich dich finden kann. Zum Überleben sind es zu wenige, aber zum Sterben reichen sie. Als Held funktionierst du sowieso nicht, Bruder. Nein, es ist eher so, dass ich nicht wusste, was für ein Weichei du bist, wenn du in Not gerätst. Ich kann dir gerne alle Punkte aufzählen, wieso du schuld bist, warum ich hier sitze. Dann leg los. Ich habe viel Zeit, denn ich habe gerade nichts Wichtiges vor. Du hast mich im Stich gelassen, Damon. Jetzt warte mal. Valerie und ich hatten zu tun. Wir waren gerade dabei, den Übertragungszauber durchzuführen. Ich meine davor. Du hast mich im Stich gelassen, als du dich dafür entschieden hast, in einen Sarg zu liegen. Anstatt dich deinen Fehler zu stellen. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Ich habe versucht, mich davon abzuhalten, Fehler zu machen. Und wieso ist das so schwer für dich, Damon? Jetzt sag mich, Elena, du hast schon 160 Jahre gelebt, bevor du sie getroffen hast. Ich wurde aus der Hölle gerissen und stecke im Körper eines toten Mannes. Weißt du, was mein erster Gedanke war, als ich aufwachte? Du wirst jetzt aufstehen und diese armen Menschen in den Bus retten. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, wo ich bin. Das war mein Instinkt. Was ist mit deinen Instinkten? Damon, die Stimme in deinem Kopf. Was sagt sie dir, hä? Willst du, dass ich sage, was wir beide längst wissen? Na gut. Ich bin furchtbar egoistisch. Und ich bin wütend. Ja, und ich bin ungeduldig. Das ist richtig. Erst als ich Elena traf, wurde mir klar, dass ich mich vorher für niemanden sonst interessiert habe. Dein Bruder eingeschlossen. Meinen Bruder eingeschlossen. Bist du wütend? Ja. Vor allem auf mich? Ja. Gut. Dann steh verdammt nochmal auf und tritt mir höchstpersönlich in den Hintern. Vielleicht, weil Marty Hammond so ein totales Wrack ist? Irgendwann werde ich mich nicht bewegen können. Und wenn das passiert...